Bestimmt weißt du, dass Blutgerinnsel eine ernsthafte Gefahr für deine Gesundheit darstellen können. Aber weißt du auch, wie du ein Blutgerinnsel überhaupt erkennst? Heute beleuchten wir 9 Warnzeichen, die auf ein Blutgerinnsel hindeuten könnten. Bleib dran, denn diese Informationen könnten lebensrettend sein. Nummer 1. Krämpfe beim Gehen. Hast du schon einmal Krämpfe in den Beinen beim Gehen verspürt? Dies könnte ein Zeichen für eine Durchblutungsstörung sein, verursacht durch ein Blutgerinnsel. Achte auf solche Signale deines Körpers. Nummer 2. Scharfe Brustschmerzen. Ein plötzlicher, scharfer Schmerz in der Brust kann auf eine Lungenembolie hinweisen, verursacht durch ein Blutgerinnsel. Dies ist ein medizinischer Notfall, also zögere nicht, Hilfe zu suchen. Nummer 3. Einseitige Taubheit. Wenn du plötzlich eine Taubheit auf einer Körperseite spürst, könnte dies ein Anzeichen für einen ischämischen Schlaganfall sein, ausgelöst durch ein Blutgerinnsel im Gehirn. Schnelles Handeln ist hier entscheidend. Nummer 4. Geschwollener Bauch. Ein ungewöhnlich geschwollener Bauch, auch als Basketballbauch bekannt, kann ein Hinweis auf eine Thrombose in der Lebervene sein. Dies sollte umgehend ärztlich abgeklärt werden. Nummer 5. Armschmerzen. Schmerzen im Arm, insbesondere wenn sie plötzlich auftreten, können auf ein Blutgerinnsel im Herzen hinweisen. Dies ist ein ernstes Warnsignal, das nicht ignoriert werden sollte. Nummer 6. Verlust des Sehvermögens auf einem Auge. Ein plötzlicher Sehverlust auf einem Auge kann durch ein Blutgerinnsel in der Netzhautvene verursacht werden. Dies erfordert sofortige medizinische Aufmerksamkeit. Nummer 7. Unregelmäßiger Herzschlag. Ein unregelmäßiger Herzschlag kann ein Zeichen für Vorhofflimmern sein, eine häufige Ursache für Blutgerinnsel. Lass dies von einem Arzt überprüfen. Nummer 8. Geschwollene Füße. Schwellungen in den Füßen, besonders wenn sie einseitig sind, können ein Hinweis auf ein Blutgerinnsel in den Beinvenen sein. Achte auf solche Veränderungen. Nummer 9. Krampfadern. Krampfadern sind nicht nur ein kosmetisches Problem. Sie können auch ein Zeichen für eine venöse Insuffizienz sein, die Blutgerinnsel begünstigt. Hast du eines dieser Symptome schon einmal erlebt? Teile deine Erfahrungen und Gedanken mit uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, ein Abo zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.